Hallo zu diesem weiteren Video aus der Serie So ähnlich im Abi gesehen. Heute mit einer Aufgabe, die inspiriert ist von einer Abi-Klausur aus dem Saarland im Jahre 2022. Übrigens, die Playlist mit allen Videos dieser Abi-Serie findest du hier oben und in der Videobeschreibung verlinkt. Und außerdem gibt es noch ein Arbeitsblatt zum Download, sodass du dich schriftlich mit der Aufgabe auseinandersetzen kannst. Worum geht's? Gegeben ist die in R definierte ganzrationale Funktion f mit f von x gleich x plus 1 in Klammern mal x minus 2 in Klammern hoch 2. Im Aufgabenteil A sollen wir dann den Graphen von f unter Berücksichtigung der Vielfachheit der Nullstellen des y-Achsenabschnitts sowie der Grenzwerte für x gegen plus minus unendlich zeichnen. Und in den nachfolgenden Aufgaben B bis D betrachten wir verkettete Funktionen von unserer Funktion f und sollen dann jeweils den maximalen Definitionsbereich bestimmen. Aber anfangen tun wir natürlich mit Aufgabe A, wo wir den Graphen von f skizzieren sollen. So, das Schöne an dieser Funktion f ist, dass sie in faktorisierter Form gegeben ist. Sie ist als Produkt der Linearfaktoren hier dargestellt, was es uns sehr einfach macht, die Nullstellen hier abzulesen. Um die Nullstellen zu bestimmen, müssen wir die Funktion f von x gleich 0 setzen. Das heißt, wir nehmen den Funktionsterm, setzen den gleich 0 und weil wir hier eine faktorisierte Form vorliegen haben, können wir sofort die Nullstellen ablesen. Nach der Regel vom Nullprodukt wird doch ein Produkt 0, sobald einer der Faktoren 0 wird. Dieser Faktor x plus 1 wird 0, wenn x gleich minus 1 ist. Das hier ist die erste Nullstelle unserer Funktion und dieser Faktor x minus 2 in Klammern zum Quadrat wird 0, wenn x gleich 2 ist. Weil dann würde hier 0 Quadrat stehen und das ist natürlich auch 0. 2 ist also unsere zweite Nullstelle und x gleich minus 1 ist eine einfache Nullstelle und x gleich 2 ist eine doppelte Nullstelle, weil dieser Faktor x minus 2 tritt ja hier zweimal auf, da hier das Quadrat von x minus 2 steht. Wir kennen jetzt also die Nullstellen unserer Funktion und können jetzt anfangen, den Graphen zu skizzieren. Wir haben die eine Nullstelle bei minus 1 und die andere Nullstelle bei 2. Dann hat man ja mal gelernt, dass einfache Nullstellen die x-Achse durchschneiden, wohingegen doppelte Nullstellen die x-Achse berühren. Um den Graphen zeichnen zu können, müssen wir uns jetzt auch noch die Grenzwerte für x gegen plus minus unendlich anschauen, um zu entscheiden, wie der Graph verläuft. Was dir klar sein sollte, ist, dass unsere Funktion eine ganzrationale Funktion dritten Grades ist, weil wir haben jetzt hier einen linearen Term mit dem Grad 1 und dieses ist ein quadratischer Term von Grad 2 und dadurch, dass es jetzt ein Produkt ist, wenn wir das jetzt hier alles ausmultiplizieren würden, würden wir als höchste Potenz von x irgendwas mit x hoch 3 bekommen. Also unsere Funktion hat den Grad 3 und wir hatten ja schon mal früher gelernt, dass Funktionen mit ungeradem Grad, also Grad 3 ist eine ungerade Zahl, außen entweder so aussehen oder so. Also die Ärmchen gehen außen entweder von unten links nach oben rechts oder umgekehrt. Was jetzt zutrifft, hängt vom Leitkoeffizienten unserer Funktion ab. Der Leitkoeffizient ist ja der Koeffizient von der höchsten x-Potenz. Ist der Leitkoeffizient positiv, sieht der Außenverlauf so aus. Und ist der Leitkoeffizient negativ, sieht der Außenverlauf so aus. Um zu entscheiden, wie jetzt dieser Leitkoeffizient aussieht, müssen wir auch hier gar nicht alles ausmultiplizieren, sondern wir müssen nur die Terme berücksichtigen, die nachher den x hoch 3 Term bilden. Also hier steht x plus 1 oder x plus irgendwas. Und x minus 2 in Klammern zum Quadrat ist ja ein Term, der mit x Quadrat anfängt und dann hier irgendwie weitergeht. X hoch 1 ist die höchste x-Potenz von diesem Term und x hoch 2 ist die höchste x-Potenz von diesem Term. Und wenn wir das jetzt ausmultiplizieren würden, würde nachher x mal x Quadrat gleich x hoch 3 hier stehen. Und natürlich wird es hier irgendwie weitergehen, aber x hoch 3 wäre die höchste Potenz und der Leitkoeffizient wäre 1, weil hier steht 1 mal x plus 1 mal x² ist 1 mal x hoch 3.
Das bedeutet, wir haben diese Situation hier vorliegen und wir haben genügend Informationen, um jetzt den Verlauf des Graphen zeichnen zu können. Wir kommen hier von minus unendlich an, durchschneiden die Nullstelle minus 1, weil es sich um eine einfache Nullstelle handelt. Dann müssen wir nachher zur Nullstelle bei x gleich 2 kommen, aber das ist eine Berührstelle, weil es eine doppelte Nullstelle ist. Und so ungefähr müsste der Graph von f aussehen. Den y-Achsenabschnitt können wir auch ausrechnen. Das ist ja der Funktionswert an der Stelle x gleich 0. Und wenn wir 0 für x hier einsetzen, dann erhalten wir 0 plus 1 ist 1 und minus 2 in Klammern hoch 2 ist 4. Also steht hier 1 mal 4 gleich 4 und der y-Achsenabschnitt wäre 4. Wir wissen, dass als an der Stelle x gleich 2 hier ein Minimum auftritt und irgendwo zwischen minus 1 und 2 muss ein Hochpunkt liegen. Wo der jetzt genau liegt, können wir erst sagen, wenn wir eine Kurvendiskussion machen würden, aber das sollen wir ja gar nicht machen, sondern wir wollen ja nur qualitativ für den Verlauf skizzieren. Damit haben wir Aufgabe A abgehandelt und können jetzt relativ schnell Aufgabe B bis D behandeln. In Aufgabe B haben wir jetzt eine neue Funktion g von x, was die reziproke Funktion von f von x ist. Also f von x steht hier unten im Nenner. Während die Funktion f natürlich auf ganz R definiert ist, darf man bei solchen Bruchfunktionen natürlich nicht durch 0 teilen. Das heißt, der Definitionsbereich unserer Funktion g ist nicht definiert, wo unsere Funktion f Nullstellen hat, weil dort würden wir ja durch 0 teilen. Also ist der Definitionsbereich von g die Menge aller reellen Zahlen ohne die Nullstellen von f, und die Nullstellen von f waren ja minus 1 und 2. In Aufgabe C haben wir jetzt eine Verkettung, wo unsere Funktion f unter einer Wurzel steht. Eine Wurzel ist ja nur definiert, wenn das Argument, also der Term, der unter der Wurzel steht, größer gleich 0 ist. Also 0 geht, größer 0 geht, aber negative Zahlen dürfen hier unter der Wurzel nicht stehen. Gucken wir wieder nach in unserer Funktion, wo die Funktionswerte von f größer gleich 0 sind. Und das ist doch der Fall für x größer gleich minus 1. Minus 1 müssen wir dazu nehmen, weil der Funktionswert 0 ist ja möglich unter der Wurzel. Hier haben wir positive Werte. Bei 2 haben wir wieder den Wert 0, geht natürlich auch. Und hier geht es wieder positiv weiter. Also können wir schreiben, der Definitionsbereich unserer Funktion h ist die Menge aller x-Werte aus den reellen Zahlen, für die gilt, dass x größer gleich minus 1 ist. Dann kommen wir zu Aufgabenteil d. Hier ist jetzt unsere Funktion f, das Argument in der natürlichen Logarithmusfunktion. Und wir hatten ja mal gelernt, dass die Logarithmusfunktion nur für positive Werte definiert ist. Und positive Funktionswerte von f haben wir doch nur zwischen minus 1 und 2, ohne also minus 1 und 2 einzuschließen, weil bei minus 1 und 2 haben wir den Wert 0, also dazwischen und rechts von 2, also für x größer 2. Also können wir schreiben, der Definitionsbereich unserer Funktion i ist die Menge aller x-Werte aus den reellen Zahlen, für die gilt, dass x zwischen minus 1 und 2 liegt oder dass x größer 2 ist. Und damit hätten wir die ganze Aufgabe gelöst. Und wenn dir mein Content hilft, dann unterstützt mich doch, indem du dem Video einen Daumen hoch gibst und, falls noch nicht geschehen, abonnierst und auf die Glocke klickst, um keine Videos mehr zu verpassen. Und gern darfst du meinen Content auch teilen mit deinen Freunden. Und bleib noch ein paar Sekunden für den Abspann da mit Infos, wie du an kostenlose Lernmaterialien kommst und welche Vorteile du als Kanalmitglied hast. Danke fürs Zuschauen. Fürs richtige Verstehen und Lernen reicht Zuschauen aber nicht aus. Daher gibt es für die meisten meiner Videos, auch für dieses Video, Arbeitsblätter zum Download, damit du dich schriftlich mit dem Stoff auseinandersetzen kannst. Auch gibt es umfangreiche, kostenlose Aufgabensammlungen, alles mit QR-Codes versehen, sodass du dir einen interaktiven Mathe-Lernordner erstellen kannst, der dich auf dem Weg zum Abi begleitet.
Übrigens, wenn du den Kanal gut findest, werde doch Kanalmitglied von Mathehoch 13. Ab Level 2 erhältst du Vorabzugriff auf Videos, die erst später veröffentlicht werden oder zu Videos, die ich exklusiv für meine Unterstützer mache. Check einfach mal den Kanalmitgliedschaftsbutton, das ist der Button neben dem Abonnieren-Button. Fragen und Anregungen? Immer rein damit in die Kommentare und vielleicht sind die Videos im Abspann ja auch was für dich. Bis dahin, ciao!